Christoph, die Situation in und um der Stadt Bachmut wird immer dramatischer. Wie schätzt du dort die Lage ein? Also ich muss natürlich schon zugeben, dass ich da selbst persönlich aus Moskau relativ wenig einschätzen kann. Ich verlasse mich da auf die Blogger aus der Ukraine, die Blogger aus Russland, die Verteidigungsministerien der beiden Kriegsparteien. Und natürlich muss man auch immer genau hinhören, was Prigozhin sagt, der Chef der Paramilitärs, der ja laufend über seine Telegram-Kanäle Audio-Files sendet und auch jeden Tag Updates gibt zu Bachmut. Und da scheint es so zu sein, dass die Ukrainer sich buchstäblich an einigen mehrstöckigen Wohnhäusern am Stadtrand festkrallen, aber die Stadt zu mehr als 95% unter der Kontrolle der Söldner zu sein scheint. Also das könnte tatsächlich nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Bachmut, die Russen sagen dazu ja, Artjomovsk fällt. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt da auch einige Schwachpunkte bei den Russen. Das sind wohl die Flanken, die die regulären russischen Truppen decken. Und da tobt Prigozhin, der Chef der Paramilitärs, regelmäßig kritisiert die Militärs aufs Schärfste, dass sie da schon Territorien verloren hätten. Und wenn die Militärs sich da nicht so angestellt hätten, hätte man Bachmut jetzt schon eingenommen, so Prigozhin. Und der spricht dann davon, dass der Generalstabschef Gerasimov irgendwann in die Geschichtsbücher eingeht dafür, dass er den berühmten Sprung zurückgemacht hat, sagt Prigozhin. Natürlich wieder voller Sarkasmus, weil die russischen Militärs oft sagen, dass sie vorteilhaftere Gelände einnehmen, das heißt die Positionen nach hinten verschieben, weil das für sie vorteilhafter sei. Und Prigozhin sagt, das sei alles nur Geschwätz und Gerasimov würde eingehen in die Geschichte als derjenige, der den Sprung von der Front weggemacht hat. Christoph, vielen Dank für deine Einschätzungen aus Moskau an diesem Morgen.